Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Transport Hero 2. Und wir warten, nein, wir warten nicht mehr. Wir begleiten hier unseren neuen Zug, den wir letztes Mal gekauft haben für die neue Ölstrecke. Wir gucken uns den nachher auch nochmal genauer an, aber zuerst kriegt er einen Namen. Letztes Mal hat er keinen Namen bekommen. Und Red Shirt at Work hat mir unter ein Video drunter geschrieben, nenn ihn doch Natascha Paktikova. Und das mache ich jetzt auch. Er sagt, das wäre ein alter DDR-Witz. So heißt er. So. Und ich habe erst gedacht, was? Was ist da ein Witz dran? Ich habe gedacht, okay, das google ich jetzt. Und bevor ich es gegoogelt habe, habe ich das mal laut vorgelesen. Natascha, pack die Koffer. Das muss natürlich mit rein. Also, da fährt die Natascha, packt die Koffer und wir lassen ihn jetzt fahren. Er ist noch längst nicht angekommen dort, wo er hin soll. Er ist noch auf dem Weg. Hier gerade bei Krasnojarsk. Es geht dann hier weiter, diese langsame Strecke entlang. Genau, und hier so langsam fängt seine Strecke an. Und wir fahren dann nachher mal mit. GenGoat hat sich eine Mitfahrt gewünscht. Und wer bin ich, dass ich das verweigere? Bei so einer schönen Strecke. Da fahren wir zumindest mal ein gutes Stück mit. Mal gucken, vielleicht auch das Ganze. Gucken wir mal. Aber jetzt ist erst mal was Wichtiges zu tun. Sponsi ist es aufgefallen. Mir ist es auch aufgefallen nach der letzten Folge. Aber ja, ich habe vergessen, für diesen neuen Zug... Hier, holen wir uns die Strecke mal da drauf. Wo ist er denn hier? Das da. Genau, kannst du halbwegs sehen. Ich habe vergessen, bei den meisten Endabnehmern, Treibstoffendabnehmern, LKW-Linien zu bauen, sodass der Treibstoff überhaupt gar nicht ankommt, dahin, wo er hin soll. Hier habe ich es, glaube ich, gemacht. Ja, hier habe ich es gemacht. Der Treibstoff wird hier abgeliefert und kommt dann mit LKWs hier rüber bis nach Chongqing. Habe ich da auch LKWs eingesetzt? Das wäre natürlich optimal. Ich weiß es nicht mehr. Guck mal kurz drauf. Ja, da fährt ein ganzer LKW. Oh mein Gott. Okay. Immerhin einer. So, das müssen wir jetzt bei den anderen Städten auch noch machen. Ist ja klar. Hier geht's los. Moment mal. Oh, ich trottel. Oh, ich bin ein Volltrottel. Das ist unglaublich. Da kann ja noch gar nichts funktionieren. Weil hier... die Raffinerie noch gar nicht an die Treibstoffraffinerie angeschlossen ist. Das müssen wir ganz, ganz dringend sofort machen. Haben wir da noch eins frei? Ja, da ist noch eine Plattform frei. Meine Güte, bin ich ein Trottel. Unglaublich. Gut, die Plattform ist schon da. Ja, fehlt noch eine Linie. Habe ich letztes Mal komplett vergessen. Das müssen wir natürlich sofort machen, sonst funktioniert das Ganze da irgendwie nicht. Ja. Okay, komm mal her. Jetzt packen wir das da noch auf die richtige Plattform. Na, auf die da hinten hätte ich das gerne, glaube ich. Vier. Das sieht aber trotzdem nicht so gut aus. Moment mal. Ach Gott, jetzt haben wir zwei, die... Ach Gott, jetzt haben wir zwei mit der gleichen Farbe. Das ist natürlich blöd. Jetzt passt. Das sieht besser aus. Alle belegt. Alle Plattformen, Wahnsinn. Gut, dann müssen da noch LKWs drauf. Ich komme hier aus der wunderbaren Tankstelle. Durch die Stadt heizen die, diese Riesenteile hier. Aber Emissionen sind okay. Nicht ganz so okay. Besser wäre das hier, aber das sind halt Tank-LKWs. Das muss eigentlich schon sein, dass die hier mit diesem Tank-Dings da hinten drauf fahren. Anstatt mit dem, das passt einfach nicht. Ja, komm, machen wir das mal so zur Not. Keine Ahnung, zwei, drei werden wahrscheinlich reichen. Ja, das Öl, was hier liegt. Oh, Schreck. Oh, Schreck, da kann es zu Konflikten kommen. Also, wir haben jetzt hier das Problem, dass diese Ölraffinerie doppelt genutzt wird. Oh meine Güte, ob das überhaupt funktioniert. Stimmt gar nicht. Stimmt doch. Die wird doppelt genutzt. Also, eigentlich ist es so, dass diese Ölraffinerie das Öl herstellen soll, das per Zug mit dem Gandhi hier runter verschifft wird zum Kunststoffchemiewerk. Und dieses Öl ist nicht dafür gedacht, dass es hier verarbeitet wird. Aber es kann natürlich sein, dass es passiert, weil es hängt ja zusammen. Der neue Zug wird Öl hierher bringen. Das ist dafür hier gedacht.
und soll darüber kommen. Und ich glaube nicht, dass wir das unterteilen können. Ja gut, ach, es wird sich schon irgendwie aufteilen. An diesem Bahnhof und an dieser Plattform kommt also das Öl aus 2 Ölraffinerien an. Ja gut, es wird sich schon irgendwie aufteilen. Wir werden sehen. So, hier wird Treibstoff fertiggestellt und dann müsst ihr da natürlich noch eine Linie hier in die Stadt hochlegen. Gucken wir mal, wo da der Treibstoff hin soll. Da oben hin. Also hier wird Treibstoff hergestellt und ein Teil davon soll nach da oben geliefert werden und der andere Großteil hoffentlich geht zurück hier zum Bahnhof und wird dann in die neue Natascha reingeladen. Mal gucken, ob das am Ende auch alles funktioniert. Wer weiß das schon? So. Hier passt das gut hin. Mitten durch die Stadt fährt dann der LKW. Kaufe mal einen einzigen. Ich hoffe mal, das reicht. So. Okay. Also hier müsste das passen. Hier passt es auch schon. Hier haben wir das schon gemacht letztes Mal. Die wollen keinen Treibstoff. Die hier wollen Treibstoff, aber ich glaube, da brauchen wir nicht wirklich einen LKW. Müssen wir mal gucken. Im Prinzip ist ja alles angeschlossen. Ja, das passt. Da brauchen wir keine LKWs. Was ist das? Hier war so ein riesiges Hochhaus hin. Wohngebäude. Na gut, das ist für die Reichen gedacht hier. Spiegelt sich ohne Ende. Hier hatte übrigens Marok mich noch darauf hingewiesen oder vorgeschlagen, diesen See doch Baikalsee zu nennen. Baikalsee war was ich mir tatsächlich selbst gedacht hatte. Das war der einzige Name, der mir eingefallen ist für einen russischen oder asiatischen See. Der einzige Name, der mir eingefallen ist. Und ich habe den im Kopf mit dem Aralsee verwechselt. Der Aralsee ist ein großer, großer See, der in den letzten Jahren immer kleiner geworden ist, der sich irgendwie ausgetrocknet oder sowas. Und da dachte ich, diesen Aralsee will ich nicht haben. Der Aralsee, den ich für einen Baikalsee gehalten habe. Oh Gott, das ist kompliziert. Und dann habe ich mal geschaut, der Baikalsee ist ein sehr schöner See. Hat auch ungefähr so eine lange Form hier. Naturschutzgebiet und was weiß ich. Wäre genau das Richtige hierfür. Deswegen müsste ich mal gucken. Ich könnte die Stadt umbenennen. Luju am Baikalsee. So, machen wir das einfach so. Kompromiss gefunden. Okay, man kann über alles reden. Gut, die kriegen hier den Treibstoff und hier müssen wir auch noch Treibstoff versorgen. Wobei, das sieht ja schon ganz gut angebunden aus. Ah ne, da müssen wir glaube ich schon noch extra eine Haltestelle hinmachen. Eine weitere Linie, eine kleine Linie. So. Straßenfahrzeugdepot, haben wir das hier? Haben wir nicht. Moment mal, ist es zu glauben? Doch, da ist es doch. Ich denke mal, da wird auch erstmal ein LKW reichen. So. Gut, also rein theoretisch kommt das Öl jetzt überall an, der Treibstoff. Müssen wir gucken, ob das auch praktisch funktioniert. Oho, da sitzen schon einige Leute, die mitfahren wollen. Mit der Sibylle und dem Sergei, glaube ich. Okay. Erik hat gesagt, mir fehlen irgendwo Weichen. Hier an diesem neuen Ölzug. Ich muss mal. Ja, scheint so. Ach, du Schande, hin und zurück auf einem Gleis. Du bist vielleicht ein Heini. Ja, da hat Erik vollkommen recht. Da muss ich nochmal nachschauen. Wo liegt's? Wo liegt das Problem? Das ist natürlich blöd. Also das. Da ist es wirklich sehr blöd. Der Zug ist ja zum Glück noch nicht da. Habe ich hier etwa wieder die Doppelkreuzungsweiche vergessen? Ja, unglaublich. Ja, jetzt passt. Gut. Vielen Dank, Erik, für den Hinweis. Ich hätte es erst später bemerkt. Jetzt passt. Ich gucke mal schnell drüber. Ja, sieht überall gut aus. Hier fährt er hin und zurück auf dem gleichen Gleis. Passt. Aber er verteilt sich wieder ganz gut.
passt. Begeisternd. Okay, super. Gut, und Totti hat auch noch einen tollen Hinweis gegeben. Ich war ja ein bisschen unglücklich hier mit diesem Hochbahnhof hier, der freischwebend in der Luft rumsteht. Och, jetzt haben die da überall Häuser gebaut. Ist es zu glauben? Oder waren die schon? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, der sitzt hier auf. Mehr oder weniger auf der Landschaft. Ja, eher weniger. Und Totti hat gesagt, da gibt's das in den Assets hier. Da sind diese Säulen zu finden. Die kann ich also von Hand noch platzieren. Was sehr gut ist und das mache ich jetzt auch. Jetzt drehen wir den mal richtig rum hin. So, und jetzt können wir die da hochholen. Also ohne Säulen gefällt mir das Ganze nicht. Ah. Ja. Okay, die kann man auch auf die Straße stellen, so halbwegs. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Ja. Naja, Hauptsache sind da. Könnten wir theoretisch auch unter die Schienen stellen, damit es da auch besser aussieht. Irgendwie fehlen da so ein bisschen die Pfeiler. Liebe Leute, ich werde hier keine Kosten und Mühen scheuen und das mal noch eben machen. Vielen Dank, Totti, für den Hinweis. Das hat mich wirklich ein bisschen gestört, dass da keine Pfeiler mehr sind. So, ob das jetzt alles ganz gerade ist, weiß ich nicht. Hauptsache, sie sind da. Na gut. Wenn man sich das mal anschaut, da wird hier dieses Gleis hier gestützt von einem Pfeiler, aber nicht der Mittelteil. Das geht jetzt natürlich nicht, weil genau da die Straße drunter durchführt. Wir lassen es als Kompromiss gelten. Das ist da unten alles gut miteinander verstrebt und vernietet. Das passt schon. So. Hier am Ende machen wir auch noch welche hin. Ja, einiges los an diesem Bahnhof. Wahnsinn. Okay. Oh. Das war etwas zu niedrig. So. Ach, guck an. Da kommt unsere Natascha ja gerade schon. Auch zu niedrig. Das muss ich machen, Leute. Also ich kann jetzt hier nicht anfangen, Pfeiler zu bauen. Am Ende passen sie nicht, weil sie zu niedrig sind. Das geht natürlich nicht. So. Gut, das ist jetzt langweilig. Ich habe gerade überlegt, ob wir da jetzt gerade mit einsteigen. Aber nein, das lassen wir mal. Wir fahren vielleicht auf dem Rückweg mit. Wir wollen ja schließlich über die ganzen Hochbahnhöfe fahren. Die hat er jetzt gerade alle hinter sich gelassen. Das wäre zu schade. Gut. Also, das haben wir jetzt soweit alles. Und während unsere Natascha unterwegs ist, ich mache die mal eben auf. Wir wollen die behalten. Im Auge behalten. Gucken wir mal eben nach dem Enno. Da habe ich schon seit vielen, vielen Folgen vor, da einen weiteren Zug zu kaufen. Wir gucken uns das mal noch eben an, wie das hier aussieht. Ob der gut genutzt wird. Enno ist dieser Zug, der hier den Norden bedient. Zwei haben wir da im Moment. Ach du Schande, macht der einen Gewinn. Das ist ja schön. Fährt von Teheran über Kalukan, Guangzhou bis nach Faisalabad zum Bahnhof. Und ich glaube, der ist einigermaßen überfordert. Da würden auch mehr Leute noch. Da würden auch gerne mehr Leute mitfahren. Ja.
gucken wir mal kurz mal ein bisschen an den Bahnhöfen vorbei. Oh ja, da. Och, du Schande. Ja, der gute Enno. Da kann man nichts sagen. Da muss mehr Enno hin. Wir brauchen mehr Enno. Gut, da kann man nichts sagen. Wir brauchen einfach mehr Enno. Wir klonen den erstmal einmal. Wir wollen ja nicht... Oh, sehr schlecht. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. So, einmal wieder geklont. Enno 3. Enno der Dritte. Und Marcel Kaul will mir auf die Finger klopfen. Er fragt, warum ich nicht gleich schon beim Kauf einstelle, dass die Züge alle eine höhere Wartung bekommen. Ich ärgere mich hinterher immer, dass sie so schlecht gewartet sind. Und ich habe gesagt, ich vergesse es immer wieder beim Kauf. Und er hat gemeint, im nächsten Livestream will er mir auf die Finger klopfen, damit ich es gleich mache. Also Marcel Kaul, dieser Unterhalt geht auf dich. Wunderbar. Ja. Gut. Was wollen wir heute machen? U-Bahn bauen. Ich würde sagen, wir bauen gleich an der U-Bahn weiter. Wir sind hier angekommen in Baku mit der U-Bahn. Ich würde sagen, da bauen wir heute noch, na, sagen wir, zwei neue Haltestellen oder sowas ein. Hier haben sie auch schon gebaut. Das ist ja unglaublich. Ja, wir bauen zwei Haltestellen hin, da eine und hier eine. Und dann geht es wieder Richtung Süden darunter. Endlich. Natascha. Kann der nicht... Komm, wir lassen ihn mal umdrehen. Das ist doch blöd hier. Das fällt mir gerade erst auf. Hat der gar nichts geladen. Fährt er da bis nach Norden hoch, obwohl er das gar nicht müsste. Moment mal. Ah! Stimmt gar nicht. Es passt. Dreh um. Jetzt passt. Ich glaube, er muss jetzt mal einmal noch kurz rausfahren. Dann lasse ich ihn umdrehen und dann ist er auf der richtigen Route nach unten, Richtung Süden. Und dann kann er das ganze Öl mitnehmen. Moment mal. Wieso denn Rohöl? Seid ihr doof? Nein, kein Rohöl. Soll doch kein Rohöl mitnehmen. Das soll fertiges Öl mitnehmen. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal gerade eben sagen. Genau, das ist hier. Kein Rohöl, du Trottel. Nur richtiges Öl. So. Was machst du jetzt? Aufladen. Das dauert aber lang. Ist der wirklich so langsam? Er braucht ein halbes Jahr zum Aufladen. Ja, rein theoretisch fährt er nach Norden. Wir wollen natürlich, dass er nach Süden fährt. Also lassen wir ihn mal eben umdrehen. Mal gucken, ob er den Weg findet. Ha, er findet den Weg. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob er jetzt nochmal anhält oder ob er jetzt direkt weiterfährt nach Bengaluru. Ich glaube, er fährt weiter. Nächster halt Bengaluru. Okay, da müssen wir leider nochmal umdrehen lassen. Ich lasse das, glaube ich, vorspulen im Let's Play, bis er seinen richtigen Kurs gefunden hat. So, also er ist auf dem Weg nach Luyu. Nächster halt da hinten am Baikalsee. Das wollen wir natürlich nicht. Wir lassen ihn umdrehen. Nächster halt Zhongshan. Jetzt haben wir es. Ausgezeichnet. Jetzt nimmt er das Öl auf. Und dann fahren wir, denke ich, mit. Da kommt nämlich diese spannende Strecke mit den ganzen Hochbahnhöfen. Na, hast du was geladen für mich? 28 Öl. Der hat nur 9 Öl geladen. Sind wir vielleicht ein bisschen überdimensioniert hier? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da können wir ein, zwei LKWs rauswerfen. Ja, lass mal so. Was macht er denn? Wieso hält er denn hier an? Halb auf der Strecke? Nein! Du Trottel! Boah, du machst mich krank. Okay. Also wir können ihn nicht dazu bringen, dass er hier anhält und das auflädt, was er eigentlich mitnehmen sollte hier. Na gut, ist egal. Dann lassen wir ihn halt so fahren. Bisschen Öl ist immer noch besser als nix.
Okay, wir steigen gleich ein, aber mir fällt gerade ein, dass er trotzdem Rohöl mitgenommen hat. Wir müssen auch hier einstellen, dass er kein Rohöl aufladen soll. Nur Öl. So, also, da fahren wir mal eine Runde mit. Mit der guten Natascha, packt die Koffer. Die Strecke haben wir jetzt auch noch gar nicht gesehen. Aus Mitfahrtsicht gehen wir ein Stück da hinten. Aha. Nicht gerade wunderschön sieht das hier aus, aber... Wir sehen uns das an, was der Lokführer sieht. Und wie er das alles bedient. Mit Gedankensteuerung, glaube ich. Wir fahren jetzt Richtung, meine Güte, Zhongshan. Müsste das sein? Mit dem Hochbahnhof. Da rauscht er einfach durch. Ich bin auch mal gespannt, wie viel er schafft. Dieser Zug kann ja theoretisch 160 km/h schaffen, aber ich glaube, das ist nichts auf dieser Strecke. Aber wer weiß, vielleicht ja auch doch. Ja, spektakulär. Mir gefällt gerade nicht, dass der jetzt hier wieder nach unten fährt und dann wieder nach oben. Der ist jetzt in so eine Kuhle reingefahren. Da hätte ich vielleicht gleich früher eine Brücke anfangen sollen. Wow. Das ist ja der Hammer. Liebe Leute, ich muss da mal ein Stück nach vorne. So, jetzt sehen wir mehr. Das sieht ja toll aus. Richtige Wolkenkratzer hier. Begeisternd. So, da sind wir jetzt im Bahnhof angekommen und er rauscht einfach durch. Ha, toll. Hallo, alle mal winken. Ah, Schallschutzwand. Na gut. Und er erreicht tatsächlich die 160. Mann, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe das Signal auch so gestellt hier, dass der Zug hier einfach vorbeirauschen kann. Nicht, dass der da anhalten muss, nur weil da irgend so eine Sibylle meint, sie muss jetzt gerade mal langsam loslegen. Ah, begeisternd. Ich freue mich. 160 km/h. Sehr schön. Ich habe ein bisschen dran gezweifelt, aber man soll nicht immer zweifeln, man soll optimistisch denken. Obwohl ich natürlich anfangs gesagt habe, ja, das hier ist so eine Hinterlandlinie, da gibt es keine Zivilisation und sowas, nur so Dreckwege. Und jetzt haben wir da diese futuristischen Hochbahnhöfe hingebaut. Also irgendwie, ach, ich glaube, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. So, jetzt kommen wir gleich am Tunnel an, kurz vor Bangalore. Oh, da kommt einer entgegen. Sieht irgendwie unheimlich aus. Er kommt aus dem Licht auf uns zu. Ist es die Sibylle oder der Sergei? Oh, toll. Schön. So, da sind wir auch schon draußen. Und während ich jetzt gerade durch den langen, langen Tunnel gefahren bin, den ich jetzt ein bisschen abgeschnitten habe, weil er einfach zu lang und zu langweilig war, habe ich gesehen, dass Maro gerade eben auf YouTube kommentiert hat, oder das letzte Video, dass er ungerne mit den ganzen Signalen in Verbindung gebracht werden möchte, die ich an die Bahnhöfe immer gestellt habe. Würde ich niemals tun, Maro.
Die ganzen Signale und Maruk, nein, Maruk und die Signale, nein, das gehört überhaupt nicht zusammen. Aber hier habe ich an dich gedacht, ich habe hier extra weniger Signale gebaut. Also ich würde niemals deinen Namen Maruk erwähnen, zusammen mit den Signalen Maruk. So, er wird auch schon langsamer. Bremst schon ab. Wir sind in Bengaluru angekommen. Es geht natürlich noch ein Stück weiter. Normalerweise hätte er hier anhalten sollen. Da vorne irgendwo. Da hinten ist das Werk, rechts. Normalerweise hätte er hier anhalten sollen, um das Öl abzuliefern. Aber das geht ja nicht an dem Hochbahnhof. Deswegen fährt er einfach durch und hält da hinten am Bahnhof an, an diesem großen Güterumschlagplatz, da hinten an der Raffinerie. Musst du wirklich so langsam fahren? Junge, Junge, Junge. Also da hätte er ein bisschen schneller noch fahren können, oder? Warum hat er nicht so gebremst? Hat er da irgendwie ein rotes Signal gehabt? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Und da sind auch schon die LKWs unterwegs, die diese Unmengen an 27 Öl rüberbringen zur Treibstoffraffinerie. Und ich will gar nicht wissen, was für ein Verlust dieser Zug hier gerade einfährt. Die gute Natascha. Aber ich denke, das wird sich... Moment mal. Du fährst aber nicht aufs falsche Gleis. Ach, nee, es passt. Es passt. Alles gut. Ja, aber das wird sich noch einpendeln, wenn der erstmal ordentlich geladen hat. Und wenn er erstmal seinen Fahrplan einhält. Dieser Trottel. Gut. Wir sind angekommen. Ich denke, wir haben genug Mitfahrt gemacht. Wir gucken kurz, wie er noch einparkt. Gut. Er braucht am Ende immer sehr lange, bis er reingefahren ist. Ich bin ja froh, dass ich diese Bremsmod habe, mit der der Zug so langsam einfährt. Aber manchmal denke ich doch, gib doch noch ein bisschen Gas. Da hinten ist auch ein Prellbock. Was soll schon passieren? Jetzt haben wir's. Wirf mal raus hier. Nein! Dieser Volltrottel. Da. Thema Logistik hatten wir heute in Discord. Kurz, was Logistiker machen. Ich glaube, hier ist ein Logistiker schuld. Der Kollege hier hat jetzt genau das gemacht, was ich nicht haben wollte. Oh, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Jetzt nimmt er hier Rohöl mit. Ach, diese Trottelbahn regt mich auf. Okay, das muss ich ganz kurz mal noch beheben. Bengaluru sind wir hier. Der soll natürlich kein Öl mitnehmen. Er soll Öl herbringen und Treibstoff mitnehmen. Also, die Logistiker sind schuld. Er hat jetzt Öl mitgebracht und die haben das alles wahrscheinlich hier auf das andere Gleis umgelagert und nicht dahin. Na gut, mir soll es egal sein. Hauptsache, irgendjemand legt am Ende Öl dahin, damit das da zur Treibstoffraffinerie rüberkommt und dann am Ende in den Zug hier gelangt. Ich will nicht drüber nachdenken. Ey, meine Güte. Okay, kann man nichts dran ändern. Liebe Leute, wir bauen noch kurz unsere U-Bahn-Station. Ich kann es kaum glauben, die Zeit ist eigentlich schon um. Wir bauen aber jetzt trotzdem noch, wie gesagt, die U-Bahn-Station. Ich habe ja mittlerweile Routine bekommen. Das müsste eigentlich schnell gehen. Wir wollen ja in diesem Jahrhundert noch irgendwann fertig werden mit der U-Bahn. So, da sind wir. Hier die nächste Station, haben wir gesagt. Und dann am Ende vielleicht noch hier irgendwie eine. Ja, genau. So, wunderbar gebogen. Das liebe ich so an diesen U-Bahnen, dass wir die auch biegen können. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Ja, gut. Irgendwann ist aber auch genug. So, wir müssen ja den Schwung holen, dass die hier nochmal anhalten können. Ja, so wird das okay sein. Gut, ab in die Tiefe.
So, da sind wir. Gleise legen. So, Nummer 1, geschafft. Gut, wir dürfen natürlich die Eingänge wieder nicht vergessen, sonst wird gemeckert. Sonst geht alles den Bach runter. Gut, Nummer 1 fertig. Dann gucken wir noch nach Nummer 2. Der kommt dann hier so hin. Ich denke, den legen wir direkt kreuzartig unten drunter. Darf gerne ein bisschen geschwungen sein, aber nicht ganz so viel. So. Ich überlege gerade, ob wir hier die Randgebiete von Guangzhou nochmal mitnehmen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das wäre vielleicht wirklich nicht so schlecht. Es bringt ja nichts, wenn die U-Bahn jetzt hier einfach durch die grüne Heide einfach zurückfährt. Ich würde sagen, wir biegen das Ding doch nicht. Dann lassen wir es geradeaus weiterfahren. Genau. Setzen wir es mal so hin. So. Und dann nehmen wir hier in der Kurve nochmal das Gebiet hier mit. Nächstes Mal werde ich es wahrscheinlich vergessen haben. Das wäre sehr schade. Weil das ist wirklich, glaube ich, eine gute Idee. Hier wird ja gar nichts abgerissen. Okay, wir gehen trotzdem weiter runter. Einfach um die Tiefe zu haben, zu halten. So, da ist gut. Was tust du mir an, du blödes Ding? Ey. Okay, liebe Leute, ich denke sogar, dass ich gerade das hier noch mache, diese Haltestelle hier, bevor ich es vergesse. Nächstes Mal, es wäre zu schade. Es geht ja recht schnell. Wir bauen das jetzt einfach fix dahin. Und dann wollen wir natürlich auch die Linie noch schnell umlegen, dass sie da auch hinfährt. Im Moment fährt sie da ja gar nicht hin. So. Wir brauchen nur einfach unsere tägliche Dosis U-Bahn. Ja komm, zeig doch mal her. Ja, so. So sieht's gut aus. So wollen wir das haben. Jo, das sieht gut aus. Wunderbar. So. Okay.
Eine Weiche fehlt hier noch, damit er am Ende auch umkehren kann. Okay, also dann lassen wir die Züge da noch eben drauf fahren. Du Schande, was soll denn hier? Verwirrend. Da oben stecken wir. Okay. Meine Güte, so viele neue Haltestellen. Es wird auch langsam Zeit, dass wir die U-Bahn abschließen. Es zieht sich schon so lange hin. Gut, mal kurz gucken, ob es passt. Passt. Ausgezeichnet, liebe Leute. Sehr schön. Gut, da stehen auch einige Leute rum. Ach, du meine Güte. Einige Leute. Und er macht trotzdem keinen Gewinn. Interessant. Ja gut. Die müssen sich auch ständig neu einpendeln. Ständig kommt irgendwas Neues mit dazu. Aber es scheint sehr beliebt zu sein. Liebe Leute, ich glaube, ich kaufe noch gerade eben einen weiteren Tunnelgräber hier. Der wird geklont. So ein Quietscher. So. So, wo ist er? Da kommt er. Sehr schick. Wunderbar, liebe Leute. Nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir einfach so Zeug, was so anfällt. Zum Beispiel müssen wir hier in Harbin, glaube ich, mal noch nach den Buslinien schauen. Das sieht nicht besonders gut aus. Bangalore hat noch gar nichts, bis auf diese orangene Linie hier. Diese orangene Stadtverbindungslinie. Die müsste eigentlich hier... Die verläuft hier so. Bis dahin. Die müsste eigentlich bis zum Hafen gehen. Und ja, hier müsste man irgendwie noch eine Linie drumherum setzen. Und es passt alles nicht so ganz, weil es überlastet. Und, wow, macht auch gut Gewinn. Ja, nächstes Mal müssen wir mal gucken. Und ansonsten bleibt natürlich, wie immer, weiterbauen, weitermachen. Hüderrabatt will noch angebunden werden. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass alle Städte auch irgendwelche Güter abbekommen. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Lucida.